Wo denn? Wie? Hi. Top Call. Ich hab gestern leider einen Anruf von der ersten, der war auch gut. Schön, ihr rosa Kissen. So, guten Morgen zusammen. Ja, wir sind jetzt fertig und unsere dreitägige Wanderung auf den höchsten Berg Nordafrikas, den Jabal Tupkal, beginnt jetzt. Wir laufen heute erstmal nur bis zur Refugi. Das sind schon so 1200 Höhenmeter. Und dann schauen wir einfach mal, was uns jetzt dann so erwartet. Keine Trinkpause. Ist uns relativ klar geworden, der Berg hier mit der schönen Spitze, das ist unser Ziel, das ist der Tupkal. Wir gehen jetzt noch hier, seht ihr das Stück, rechts rum und dann von der rechten Flanke des Bergs müsste die Hütte liegen. Von dort geht der Zustieg dann nach oben. Thank you.
Also, wir sind oben auf der Hütte. Es war ein wirklich langer, langer Trip. Also länger, als wir gedacht haben. Hat sich doch echt ganz schön gezogen. So 18 Kilometer oder 16, 17 Kilometer waren es. Und eben über 1000 Höhenmeter mit dem schweren Gepäck und auf der Höhe doch tatsächlich recht anspruchsvoll gewesen. Jetzt sind wir hier auf der Refugi. Ich bin das erste Mal in meinem Leben über 3000 Höhenmeter. Abgesehen von Flugzeug oder so. Schon total anders. Nein, Quatsch, gar nichts anders. Ja, jetzt haben wir hier eine warme Dusche bekommen und jetzt kriegen wir hier was zu essen. Jetzt geht das Geld ein bisschen aus. Und morgen früh starten wir dann zur Gipfeltour. Wir haben hier ein paar Franzosen sitzen. Say hi. Das ist nicht Film mit dem hässlichen Morgengesicht, ne? Wir starten unsere Tour, es ist 6 Uhr morgens.
wir steigen heute noch ab, aber wir gehen nur bis nach Armet. Das war dieses erste große Dorf nach Imlil. Und da haben wir dann die Möglichkeit zu übernachten noch. Und dann haben wir weniger Stress morgen. Hier ist sozusagen die letzte Grenze, bis wohin die Esel gehen, also der Eselbahnhof. Also, Burner Story, wir sind jetzt hier in Armet angekommen. Richtig geiles Bergdorf, das haben wir vorhin auch kurz in der letzten Videoaufnahme gesehen. Hier vor draußen ist Tupkal. Und ja, wir wollten ja eigentlich 2 Nächte oben bleiben, haben aber dann mit dem Typen verhandelt und gesagt, wir steigen heute schon ab und wir würden aber dann dort in Armet eben eine Unterkunft bekommen. Und für selbe Geld haben wir jetzt einfach statt einem Lager das hier. Also ein richtiges Apartment. Wir dürfen zwar nur 2 Zimmer benutzen, aber abgefahren. Hey.